Ich erzähle dir jetzt, an welchem Punkt in meinem Leben sich vieles für mich verändert hat. Und zwar hat es was mit der Reise zu sich selbst zu tun. Eines Tages merkte ich, ich lebe eigentlich gar nicht in dem Leben, in dem ich gerne leben wollen würde. Ich habe keinen Mann, ich habe keine Kinder, ich sehne mich nach Familie. Irgendwas läuft verkehrt, irgendwie lebe ich nicht das Leben, was ich gerne leben wollen würde. Und dann habe ich beschlossen, alleine in Urlaub zu fahren und einen Yoga-Retreat zu machen. Einfach ich für mich alleine, ohne Handy und ohne irgendjemand, der mich ablenken könnte. Ich wollte einfach zu mir selbst finden, zu mir selbst reisen und entdecken, was eigentlich wichtig ist für mich. Und das war genau die richtige Entscheidung. Denn als ich Yoga gemacht habe, und Yoga ist etwas, das ist sehr modern, viele machen Yoga, aber bei Yoga geht es vielmehr darum, tatsächlich zu sich selbst zu finden. Es geht gar nicht so sehr darum, die Übungen perfekt zu machen oder irgendwie ein super Durchhaltevermögen zu haben oder sonst irgendwie toll dabei auszusehen. Bei Yoga geht es darum, tatsächlich sich die Zeit zu nehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Weil wenn man in so eine Yoga-Position verharrt, dann kommen einem die Gedanken im Kopf und dann wird einem klar, wer bin ich eigentlich, was sind meine Sehnsüchte, was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen. Und das ist in gewissermaßen Spiritualität. Es geht darum, sich selbst zu kennen. Es geht darum, sich selbst zu kennen, sich selbst zu lieben, sich selbst zu schätzen und dann tatsächlich zu dem Menschen zu werden, den man werden möchte. Man guckt manchmal zu anderen und sagt, Mensch, der ist aber toll, der hat eine super Ausstrahlung, der scheint glücklich zu sein, warum bin ich es nicht? Sind einfach Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind. Wir müssen nicht perfekt sein für andere, wir müssen nicht dem Idealbild entsprechen, aber du musst dich selbst lieben. Denn nur wenn du dich selbst liebst und selbst akzeptierst, dann werden das auch andere tun. Und wenn du spiritueller wirst, das heißt, wenn du viel mehr zu dir selbst findest, dann erkennst du auch, was ist dir wichtig, welche Werte sind dir wichtig. Ist dir Geld so wichtig? Sind dir deine Freunde wichtig? Was macht dich tatsächlich glücklich? Was sind deine Sehnsüchte? Was gibt es noch, was du erleben möchtest? Möchtest du Familie? Möchtest du von einem Partner geliebt werden? Soll es ein Mann sein? Soll es eine Frau sein? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, denn oft leben wir manchmal in einem Leben, was bestimmt ist durch Konventionen, durch die Gesellschaft, durch das, was wir glauben, leben zu müssen, damit wir akzeptiert werden. Und das macht uns zunehmend unglücklich. Und dann verlieren wir die Verbindung zu uns selbst. Das heißt, ganz wichtig, nehmt euch Zeit, euch mit euch selbst zu beschäftigen. Nehmt euch Zeit, euch selbst kennenzulernen. Und wenn ihr euch selbst kennengelernt habt, nehmt euch Zeit, euch zu lieben. Das heißt, euch zu schätzen, den Menschen zu lieben, den ihr seid. Und wenn ihr im Spiegel schaut und sagt, ich bin nicht dieser Mensch, den ich gerne lieben wollen würde, dann verändert euch. Werdet zu den Menschen, den ihr lieben könnt, denn dann werdet ihr auch den anderen Menschen treffen, der euch lieben wird. Und dann könnt ihr diese Liebe eure Kinder weitergeben. Denn wir können nur andere lieben, wenn wir uns selbst lieben. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen, das hört sich vielleicht egoistisch an oder narzisstisch an, lieb dich selbst, um andere zu lieben, wie so ein Spruch. Aber das ist wirklich wahr, denn wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, dann akzeptieren wir auch, dass andere uns nahe kommen, dass andere in unsere Komfortzone eindringen. Dann können wir auch eine wahre, echte Partnerschaft führen, ohne dass man sich versteckt, ohne dass man an die Liebe des anderen zweifelt. Denn wir zweifeln nur an die Liebe des anderen, weil wir an unsere eigene Selbstliebe zweifeln. Tut das so wie ich vielleicht, unternimmt eine Reise ganz alleine für euch selbst, ohne Handy, ohne Ablenkung, ohne Freunde. Wenn ihr vielleicht schon Familie habt, aber irgendwie zweifelt, dann bittet euren Partner auf eure Kinder aufzupassen und macht trotzdem die Reise alleine. Manchmal brauchen wir die Zeit für uns selbst, um einfach wieder zu uns selbst zu finden
uns wieder zu lieben oder vielleicht uns überhaupt das allererste Mal lieben zu können. Versucht das mal. Das hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Denn wenn ihr euch selbst kennt, dann werdet ihr euch ganz schnell auch selbst lieben und dann werden euch auch alle anderen um euch herum lieben.